Okay, da sind wir wieder zu Stardew Valley. Ich habe komplett vergessen, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir Sternfruchtsamen gekauft haben und ich weiß, dass wir Dünger gekauft haben. Aber ich glaube, ich krieg nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, der Dünger war für hier im Sommer. Also noch weit in der Zukunft. Danke, für nichts. Ich glaube, die Samen waren für die Insel zusammen mit denen hier. Und ansonsten habe ich komplett verdrängt, was Sache war. Kaffeesucht, das ist wichtig. Der Kaffee hittet jetzt anders, jetzt nach dem neuen Simplicissimus-Video. So, das heißt, hier haben wir nochmal ein paar Sternfruchtsamen. Wir können die hier noch ernten. Dann müssen wir gleich auf den Kalender schauen. Heute ist ja der Nachtmarkt, ne? Da könnten wir die Samen noch bekommen, die wir noch benötigen. Ich habe überlegt, ob wir hier auf der Farm auch Ancient Fruit im neuen Jahr anbauen wollen. Aber ich bin zum Schluss gekommen, das ist eigentlich hirnrissig. Weil hier kriegen wir 8 oder vielleicht mit dem Dünger 9 Ernten raus. Und danach waren die Samen vorbei. Aber auf der Ingwerinsel können sie ja dauerhaft durchwachsen. Und auf dem im Gewächshaus genauso. Das heißt, da macht es viel mehr Sinn. Das heißt, dann werde ich einfach so lange Sternfrüchte machen, bis wir genug Ancient Fruit haben, dass sie das übernehmen können. Weil die Ancient Fruit ist ja dann, wenn sie einmal läuft, läuft sie dauerhaft. Dann haben wir auch keine Ausgaben mehr für die Samen. Und das dürfte dann auch ausgleichen, dass die Ancient Fruits einzeln nicht so profitabel sind wie die Sternfrüchte. Leben vom Land. So, pass auf. Der Kalender. Den brauchen wir. Wie viele Samen haben wir jetzt? 31. Der Zauberratsgeburtstag. Evelyn war uns wichtig. Okay, am 20. müssen wir also hier ein Geschenk abgeben. Das ist das Einzige, was im Moment ansteht. Ansonsten können wir uns eigentlich darum kümmern, dass wir ein bisschen Holz oder so sammeln. Ich hatte tatsächlich... Okay, normales Holz haben wir sogar noch. Warum habe ich denn nicht mehr von denen... Hier, warum habe ich denn nicht mehr von denen gemacht? Was hat mich abgehalten? Ich hatte wegen den Reifefässern heute noch so einen Gedanken, weil es gibt ja die den Artisan-Skill, den wir auch haben, der den Preis von den vom Wein und so erhöht. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre, wenn der nicht einfach nur stumpf 40% draufhauen würde, sondern es so machen würde, dass wenn man goldene Früchte in die Fässer packt, dass dann auch halt goldene Produkte rauskommen. Die wiederum ja auch schneller Iridium-Qualität in den Reifefässern erreichen würden. Also das würde ja wirklich auch die Strategie verändern. Weil sonst will man ja eigentlich eher die Sachen, die nicht so hochwertig sind, in die Fässer packen. So, was haben wir hier? Lehm, natürlich. Weil wir kriegen nichts anderes mehr als Lehm hier raus. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch das Resort freigeschaltet kriegen, weil dann kriegen wir auch den letzten Fisch endlich. Wie auch der Streamtitel sagt. Und dann hätten wir nämlich zumindest mal das Ziel erreicht, was ich vor einem Jahr festgelegt habe für Jahr 2. Dass wir die letzten Fische kriegen. So, der Baum ist auch einfach so komplett nutzlos, weil so wie der da steht, fällt er eigentlich immer ins Wasser.
kommt alle mit. Habe ich nur das Gefühl, da kriegen wir auch aus dem Baum Stämmen mehr. Wir kriegen auch aus dem Stämmen mehr, oder? Also wir kriegen ja zwei für jeden, einen für jeden Schlag. Das sind jetzt dann zwei pro Baum. Ich habe das Gefühl, wir kriegen doppelt so viel aus den Stämmen raus, wenn wir die, also aus den Baumstümpfen, wenn wir die auch noch zerstören. So. Ja, weil jetzt kriegen wir 17 raus. Ich glaube, normalerweise kriegt man irgendwie nur 3 oder so raus oder 5. Hallo Mani! Warte. Du findest Diamanten doch auch ganz toll. Ja, dann ist sie auch fast auf 10. Wie sieht sie aus? 2 von 3. Ich muss ja auch sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Frühling hier nutzen soll. Ob sich das überhaupt lohnt, hier Zeit zu investieren. Weil Erdbeeren, also Erdbeeren hier durch, also solange wir Sternfrüchte haben, lohnt sich das halt überhaupt nicht, hier noch irgendwie Preiselbeeren oder sowas oder Erdbeeren durchzujagen. Sie lohnt sich eigentlich nur noch für den Rohverkauf. Wir haben genug Platz im Inventar, oder? Dass wir Kupfer eigentlich auch mitnehmen können. Weil für mehr Öfen und so. Hier, Zwergenhammer. Benötigen wir für nichts. Eine goldene Kokosnuss. Dafür können wir mal zu Clint gehen. Wobei, warte, Clint hat jetzt schon zu, oder? Macht er nicht total früh zu? Nein. Tschüss, Puppe. War schön mit dir. Stadt. Bitte ein Bananensetzling. Naja, es war ein Samen, aber nicht der, den wir haben wollten. Danke für nichts, Clint. Hi, Tommy, willkommen zum Stream. Komm, wir jagen die Knochenfragmente mal gerade durch die Knochenmühlen. Einfach, weil wir es können. Ach, okay, es dauert, braucht 5. Ja, stimmt. Wäre auch viel zu billig sonst. So, sollen wir mal den ganzen Shit hier rausholen? Also erstmal, mehr Entenfedern sind immer gut. Wolle brauchen wir nicht. Warum legt die so wenig Eier? Moment. Oh, doch, okay, 116. Moment, einfach einmal alle. So. Und hier. Ich will den Käse. Ich will den Käse halt eigentlich ja auch nur zum. Also Ziegenmilch normal sind 225. Was macht der? Wie viel gibt der Ziegenkäse? Also wenn ich den verarbeite. Das kann ich jetzt natürlich nicht rausfinden. Pass auf, wir jagen es einmal hier durch. Lohnt sich das da jetzt, die Mühe zu investieren? Ich will halt den normalen Käse als Heilzeug. Das ist aber immer touchy heute. Warum?
So, der Nachtmarkt müsste gleich aufmachen. Ziegenkäse in 2 Stunden 40. Erstmal hat alle Tiere im Stall bekrabbelt. Ich habe die gestreichelt, am Kopf. Und sie hatten alle Herzen, also ihnen hat das gefallen, okay? Was haben wir hier? Zwei Dutzend Eier, sagst du natürlich jetzt. Hier ist halt auch nichts Interessantes dabei. Ich meine, ich kann das mit den Eiern mal annehmen, weil das echt, das kann ich problemlos machen. Weil jetzt die Eier, die ich jetzt hatte, könnte ich sowieso nicht dafür nehmen, weil die sind ja zu spät, sie waren ja schon. Das muss ja in der Zeit gesammelt werden. So, die gibt uns Kaffee, aber keinen dreifachen Espresso, von daher nicht gut. Okay, der verkauft Gemälde. Pastinakensaat. So, warte, Knoblauch braucht er, richtig. Muss ich sowieso noch 15 liefern. Die sind beide im Besitz. So, nur damit wir es richtig im Kopf haben. Wir brauchen Weizen, wir brauchen Melonen und wir brauchen Knoblauch für die Ingwerinsel. Sternfrucht, Brombeere. Aber hier ist jetzt nichts Interessantes. So, komm, wir gehen nochmal zur Meerjungfrauenshow. Hi Goku, willkommen zum Stream. Ich finde die Shows schön. Aber hier die Geschichte bringt jetzt nicht nochmal was. Also wir können es nochmal tun. Moment. Wir müssen nur eine von den geheimen Notizen hat. Ja, 1, 5, 4, 2, 3. 1, 5, 4, 2, 3. Aber wir haben es schon einmal gemacht, deswegen kriegen wir nicht noch eine Perle. Was ich ein bisschen schade finde, dass das nicht einmal pro Jahr geht, weil ich mir denke halt so, das ist jetzt nicht so OP. So, Frage ist, wie verbringen wir den Rest? Also wir müssen halt jetzt jeden Abend noch einmal hin. Wie sieht das aus? 4 Tage, 17 Stunden. Okay, das wird morgen also soweit sein. So, dann pflanzen wir gerade den Knoblauch schon mal im Gewächshaus an.
So. Wir behalten einen Samen für die Ingwerinsel. Komm, wir behalten die vier für die Ingwerinsel. Nur für den Fall, dass irgendwie doch Krähen oder so kommen. Was ja echt nicht passieren dürfte, aber man weiß ja nie. Ah, okay, ich wollte schon sagen, nur für die Früchte wäre das jetzt ein bisschen viel. So, okay, hier ist nichts. Mensch, Louis, immer mit seinen Bestechungsgeldern. Ganz ehrlich, das Ding benötigen wir doch auch nicht. So, jetzt gucken wir mal kurz. Die Ziegenmilch, die normale, gibt 225. Der Ziegenkäse gibt 510. Okay, ja, es lohnt sich schon. Bienenhäuser sind ja auch so eine Sache. Genau, die habe ich noch, gelesen. Die bringen eigentlich total viel auf Ginger Island, auf der einen Seite. Weil man da nicht so viel pflanzen kann, außer halt die Blumen. Und da ändert sich ja auch die Jahreszeit nicht. Aber da haben wir 8 Kohle, Ahornsirup und Eisenbarren. Das sind auch nicht billig. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wie viel Ahornsirup haben wir? 92. Mohn haben wir. Wir müssen gucken, dass wir die Feenrosen, dass wir davon ein paar Samen uns mal zur Seite legen, falls wir das machen wollen. Aber Kohle müssten wir wahrscheinlich auch wieder bei Clint kaufen, weil so viel kriegen wir aus den Sachen nicht raus, aus der Schädelhöhle und aus dem Vulkan-Dungeon. Also vor allem, wenn wir das Iridium schmelzen wollen. 2 Stunden 10. So, gibt's irgendwas? Wie sieht das aus? 3 Stunden. Okay, ich dachte schon, wir hätten den Fischleich da mal reingepackt. So, können wir die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen? Schädelhöhle wäre nicht so geil, wenn wir um 17 Uhr am Strand sein müssen. Wir kriegen auch immer nur die gleichen Sachen. Wie viele Artefakte fehlen uns noch? Hier, Sammlung. Artefakte 1, 2, 3 Stück. Die merkwürdige Puppe, und irgendwas Skelettiertes. Wir fühlen uns recht gut. Wir könnten da wieder Dings brauchen. Köder, aber wir brauchen auch nicht so viele. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so viel Bock, groß zu angeln, wenn wir alles haben. Warte. Monsterfleisch? Und Schleim. Warte, wie viele Orb-Totems für den Strand haben wir noch? Wir haben einige für den Strand. Es lohnt sich eigentlich nicht, aber wir können es nicht wirklich anders sinnvoll nutzen, oder? Wow.
So, ist Pam hier? Nein. Aber wir können Kokosnüsse mitnehmen, weil der Island Trader kann die ja gelegentlich umtauschen. 10 Stück in Gold, ne? Wir nehmen mal Kaktusfrucht nochmal für Sam, richtig? Aber Sam ist auf 10. Brauchen wir also erst wieder, wenn wir heiraten. Almenfossil. So, Kaktusfrüchte brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, ich kann sie mitnehmen. Achso, genau, der Island Trader ist gar nicht, der Desert Trader ist nicht hier, weil die ist ja natürlich jetzt am Strand. Also kann sie ja nicht gleichzeitig hier sein. Ist nicht praktisch, wenn man jetzt aus den Viechern auch noch Käferfleisch rauskriegt. So, kriegen wir vielleicht noch ein paar Omnigeoden. Also hätte ich nichts gegen. Würziger Aal, warte. Wow, Moment. Das schreit jetzt gerade zu einer Bombe. Dieses Gebiet ist verseucht, warte. Was machst du für komische Drehungen, du Vieh?
könnten jetzt direkt eine Ebene tiefer, aber ich möchte schon in die Mitte gehen. Ich will sehen, was da ist. Wahrscheinlich nichts, aber ich bin neugierig. Vorbei. Okay, da ist ja echt gar nichts. Hallo, Dino? Wir benötigen sie nicht für... Nee, wir benötigen sie nicht für Ginger Island. So, ich war hier nicht am Ende eigentlich immer Kohle. Hallo. Hey, immerhin zwei Omnigonen. Was packen wir weg? Die Fledermausflügel. So, der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Tiger macht wieder eine Anzahlung fürs Haus, sehr gut. Knochenfragment kann weg. Ich meine, ich hätte natürlich nicht jetzt unbedingt springen müssen. Aber wir tun es trotzdem. So, Melonensaat. Ich habe nur... Ich habe keine Melonen geliefert. Rotkohl benötigen wir eigentlich nicht mehr. Setzling. Dann brauchen wir nicht noch Phulluskrebse? Zumindest einen.
Ich meine mich daran, was zu erinnern. So, Solaressenz, hier das. Ah, das Chili ist auch fertig. So, Bombe brauchen wir nicht. So, du auch. Hier. Dann die Mixed Seeds können wieder hier rein. So, Königin der Soßen. Einen Fernseher sollten wir kaufen für die Ingwerinsel. Thank you.
So, das weg. Jetzt müssen wir schon wieder warten. Ah, okay, das ist fürs Ende. Also wenn man Perfektion erreicht. Okay, Linus hat mir nichts zu sagen gerade. So, komm, wir nehmen einfach einen Plasmafernseher mit auf die Ingwerinsel. Ist ja voll okay. Okay, wir haben noch einen Warp-Totem für die Insel. Ich will den Obelisken haben. Ich weiß noch nicht mehr, was man für den alles braucht. Wir brauchen auf jeden Fall die Drachenzähne und ich glaube die Bananen. So, dann haben wir für dich einen Diamant, dann müsstest du auf 10 sein. So, Shane ist ja schon auf 8. Ich überlege gerade, hat der Nachtmarkt überhaupt Weizensamen? Oder müssen wir dafür zu Marnie? Hatte Marnie Weizensamen? Nee, eigentlich nicht. Sie hatte nur die, sie hatte das Heu. Wie sieht der Heubestand aus? Will ich wahrscheinlich jetzt gucken und falls ich wieder hingehe, ist sie wahrscheinlich wieder damit beschäftigt, die Mikrowelle anzustarren oder so. Ja, das hält.
Können wir die Quest von Gas schon erfüllen? 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dauert noch. Wir haben noch ein paar. Oh, wir haben noch ein paar uralte Früchte. So, 1,20. Drei Tage, also spätestens, wenn wir für Evelyn wieder hier hinkommen. Okay, ich kann keinen Beat machen, schade. Ja, hier, das war das fürs Volksfest, was wir komplett ignoriert haben. Wir können Harvey mal besuchen. Falls seine Praxis überhaupt noch offen hat. Ah, er ist hier. Sehr gut. Ah, wie sieht beschäftigt aus. Ja, und dann ignoriert er mich wieder. Pierre. Ach stimmt, ihn müssen wir auch noch. Harvey ist sogar schon. Harvey brauchen wir gar nicht mehr. Können wir kurz darüber reden, dass wir den Raum gerade verlassen wollten und jetzt die Szene anfängt, wo wir den Raum gerade frisch betreten? Jetzt müssen wir uns so dieses winzige Fenster quetschen. Ich stehe vor der Wand, ich kann nicht rausgucken. So. Dann besuchen wir noch gerade Pierre, widerwillig. Boah, diese Blitze.
Aerobic-Klasse. Das sah aus wie Dance Dance Revolution im Seniorencenter. Und warum steht mein Typ schon wieder da in diesem Korridor? Gott, warum kann er nicht einfach einfach langsam den Weg hier lang gehen? Das würde viel natürlicher aussehen. Und natürlich ist es seine Szene. Ich wollte es eigentlich geheim halten, besonders vor dir. Jetzt hängt er auch noch an, für mich zu simpen. Gleich gehen wir ins nächste Gebäude und da ist wahrscheinlich schon wieder eine Szene mit Harvey. So, Pierre. Ah, ja, goldener Kürbis. Wann hast du Geburtstag? Frühling 26, das reicht ja eigentlich. Gebratener Tintenfisch, Hasenpfote. Wieso hat er eigentlich nur... Ich glaube, bis auf den gebratenen Tintenfisch hat er nur Sachen hier in der Liste, die alle mögen. Also echt, komm. Sind zwar nur 20 Punkte, aber du kannst... Wobei, es ist Iridium-Käse, das sind 30 Punkte. So, Carolyn, ist die nicht auch noch irgendwie hier? Wie sieht es mit Jody aus? Hab ich Jody schon auf Stufe 10? Carolyn ist auf 6. Er ist auf 5. Jody ist auf 9. Das dürfte sich ändern, wenn wir gleich ihr noch einen Diamanten bringen. Das kennt da auch keine Fragen. Stellt so, Schatz, wer ist dieser Typ, der dir zweimal die Woche Diamanten schenkt? Muss sagen, George ist schon irgendwie, er ist halt schon irgendwie gut geschrieben. Habe ich dir erzählt, dass Alex mein Enkel ist? Bro, ich lebe hier seit 2 Jahren. Stimmt, er mag Lauch. So, Alex ist nicht hier. Ich habe jetzt leider nichts, was ich ihm gerade schenken kann. Außer Diamanten. Mag er Käse? Ja, er mag Käse. Komm, der ist Iridium. Moment, ich besuche mal kurz hier. Okay, Husbando ist zu beschäftigt. Wo ist... Jody ist da, Kent ist da.
dass die zwei nicht irgendwie mal zusammen unterwegs sind oder so. So, Jody ist auf 10. Was mit dir, Kent? Magst du... Ja, du magst Käse. Nein, ich will den Käse nicht essen, ich will ihn verschenken. So rum. Ich lebe schon mein ganzes Leben im Pelican, kann ich das glauben? Oh, wow, er grüßt... Okay, cool, ich hätte... Er grüßt Jazz. Ich hätte nicht gedacht, dass, Also dafür kam er mir ein bisschen zu grumpy vor, aber... Finde ich cool. So, Hütchenhut. 10.000 Gold. Weizensaat. Müssen wir auch noch. Machen wir auch 25er. Und komm, wir nehmen Feensaat mit. Für die. Ne, und so, dass wir das auf jeden Fall auch haben. Das war auch eigentlich alles, was wir benötigen, ne? Artischocke. Artischocken müssten wir haben. Dass ja auch einfach einer von den Ginger Island-Papageien hier sitzt. Hi, Elliot. Ach stimmt, Sam arbeitet ja jetzt im Museum, wo Jojo zu ist. So, Moment, so. Warum hätte der Sommer, das, als er die Sommersamen hatte, nicht auch den Weizen haben können? Ups, Moment, ich sollte zwei gerade mal behalten. Ich hätte jetzt nicht den Tag resetten wollen, das wäre uncool gewesen. 24 Eier, 100 Ananas. Ja, das schaffen wir eh nicht mehr. So, Ziegenkäse. Dann holen wir noch gerade das Obst. So, dann den Ziegenkäse. Warte, wir geben noch mal ein bisschen was in Auftrag.
So, was sagt die Post? Okay, Ken checkt uns ein Rezept. Fest des Wintersterns. Pierre! Okay, das würde sich sogar glatt lohnen, dass wir ihm einen von den universellen Geschenken geben. Dann müsst, also das plus Geburtstag sollte ja dann eigentlich dafür sorgen, dass wir ihn noch auf 10 kriegen. So, wie sieht es mit den Reifefässern aus? Ist der Käse da fertig? In 7 Tagen. Also, ist vielleicht doch nochmal irgendwie Ancient Fruit fertig geworden. Ich bezweifle es zwar, aber nur für den Fall. Nein. Ich meine, wir können nochmal die Erdbeeren durch die Samengeschichten jagen, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht, ich sehe nicht den Sinn darin, jetzt da ewig viel Zeit zu investieren. Oh, einfach mal random noch Ancient Fruit Samen rausgekriegt. Das ist auch nicht übel. So viele Nautilus-Muscheln. Leo mag das, aber er liebt es nicht. Oh, eine goldene Kokosnuss. Nur um sicher zu gehen. Nee, hier war auch nichts. Wilder Kürbis. Oh, das ist nicht übel.
Ilovit. Aber das brauchen wir auch nicht. Muschel. Die Feensaat benötigen wir jetzt nicht unmittelbar. Wann sind die fertig? In 2 Tagen. Ich würde sagen, wir machen das bevor wir zurückgehen. Das machen wir so. Dann sind die alle synchron. Huch, was? Nein! So, und dann einmal den. Dann machen wir nämlich aber hier schon mal kurz ein bisschen. Sternfrucht. Ich will die im Inventar behalten, to be honest. So, hier packen wir den Fernseher hin. So, hier gab es doch hoffentlich noch ein paar goldene Walnüsse. Oder auch nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, Moment, was will im Moment das Vieh haben? Von den Sachen, die wir gepflanzt haben. Der will die ja nacheinander. So, Melone. Pass auf, der will die Melone zuerst. Die Melone ist... Der Knoblauch ist in 4 Tagen soweit. Der Weizen auch. Melone wird erst im 9. Jahr soweit sein. Also, das machen wir heute auch nicht. Wäre ja auch zu einfach.
Pass auf, wir jagen nochmal gerade die Dinger durch den Seedmaker. Dann können wir die nämlich jetzt schon pflanzen. Da muss mich Willy halt zweimal zur Ginger Island fahren. So, mit der goldenen goldenen Kokosnuss zu Clint bringt nichts. Jetzt hat Willy aber schon zu, oder? Ja, natürlich. So, Kaffee. Der ist in 2 Tagen durch. Gast will eine Kokosnuss haben. Moment, zum Glück haben wir ja welche. Keine Ancient Fruits, Arena? Nee. Warte, Gas hat er jetzt gar nicht auf. Zu ihm kommen wir so gar nicht. 12 macht er auf. Warte, blind, blind. Wir können. Wobei, warte, es ist Freitag, oder? Es ist Freitag. Er hat, glaube ich, heute zu, oder? Weil das Community Center ja fertig ist. Das ist ja für ihn ein Anlass, nicht zu arbeiten. Wie ist meine Beziehung mit Gas aus? Gas ist auf 10.
Das ist nicht sein scheiß Ernst. Jetzt geht er einfach zum Community Center und steht da in dem einen Raum rum. Arbeitsverweigerung, kommen wir nur da nur hin. Ja, eben. Also, es ist absolut, es geht gar nicht. Huch, was ist denn der Text? Achso, das ist, dass er jetzt immer offen hat. Grobus müsste eigentlich noch einen Iridium-Sprengler haben, oder? Warte, ist er nicht mehr auf... Doch, ich dachte schon, als ob Grobus nicht mehr auf 10 ist. Ah, wir haben Iridium-Sprengler, wir brauchen die nicht. Das Rückkehrzepter wäre halt nice. Hast du verschwiegen, dass das 24 sind die üblichen Verdächtigen? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Wer fehlt jetzt eigentlich noch alles? Also George, Evelyn, Kent, Caroline, Abigail und Alex? Krass. Also Abigail, es überrascht mich gerade ein bisschen, dass ich die so vernachlässigt habe. Also dafür, dass sie eigentlich ja glücklich ist, wenn man ihr einfach nur regelmäßig Amethysten bringt. Hier Aquamarin benötigen wir nicht. So, eine Kokosnuss für Gas. War Sommerschmuck, grüner Tee, Fischtaco. Meine Güte, bist du sicher? Girl, es ist nur ein Stück Käse. Ist das das wert? Ja, Girl, du bist derjenige, der Mani auf Distanz hält, obwohl sie dich anhimmelt. Jetzt beschwer dich nicht.
Super, jetzt erfahre ich die Lösung. Jetzt, wo wir das nicht mehr benötigen. Pass auf, wir machen den hier. Dann gehen wir nochmal in den Vulkan-Dungeon und dann gehen wir auch schlafen. Egal wie spät es danach ist. Wussten Sie bereits, Frauen mögen Käse. Machen Sie Ihre Traumfrau mit einem leckeren Käsegrab. Ja, man sagt doch, Liebe geht durch den Magen. Kannst du jetzt mal bitte hier nicht? Die Tiger Slimes sind ja Mangosprössling. Aber den haben wir schon. Knochenfragmente. Warum gibt es hier Knochenfragmente? Schaffen wir es noch bis zur Spitze?
Hallo Iridium. Noch einmal hier die Schalter finden wahrscheinlich. Ach, jetzt kriegen wir sogar noch mal eine goldene Walnuss raus. Und ein Warp-Totem. Das hat sich ja schon mal gelohnt, aber... Wie soll man denn so bitte dann noch Überblick behalten, von wo man überhaupt noch goldene Walnüsse beziehen kann? Semin hat so viel Sekretions, als sie verdient hat. Ja. Das stimmt schon. Wie sieht's mit prismatischen... Komm, wir haben so viele prismatische Scherben. Autohaken. Das ist nice. Wir waren heute gleich auf der Ausgrabungsstätte, ne? So. Nee, im Moment ist nichts Interessantes im Fernsehen. Gemüseeintopf, dankeschön. Jetzt auf einmal kurz zur Ausgrabungsstätte. Da ist ein Panning Spot. Eisenerz. Gott verdammt Spiel. Ich will einfach nur dieses blöde Knochenfragment da, was da drin sein soll. Mit einer 20. Warte, das nochmal. Ich kann nochmal. Hä? Ich habe jetzt zweimal das gleiche gekriegt. Aber exakt das gleiche, sogar mit der gleichen Menge.
Moment. Das respawnt jetzt aber gerade kontinuierlich. Hä? What? War ich jetzt irgendein Glitch getriggert? Das ist ja auch schrittabhängig, ne? Wie war das? Eisenmetall aus dem Flussbett 7, hier nur das Rost ansetzen. Ja gut, bei Edelmetallen stimmt, da macht's mehr Sinn. Aber ich will eigentlich nur den... Jetzt kommt schon wieder. Okay, diesmal Gold. Also wenn jetzt nochmal... Nochmal sechs Eisenerz rausgekommen wären, dann hätte ich aber... dann hätte aber Akte X-Musik losgehen können. Aber ich kann jetzt auch nicht ewig hier stehen und warten. War's das jetzt, oder? Ja, wir können ja noch mal schauen, bevor wir abreisen. Ich hätte auch die Gießkanne mal verzaubern können bei der Gelegenheit. Oh hey, Mango. Der Baum ist durch. Ja, sind sie nicht schön, die problemverwachsenen Monokulturen. Ja, vor allem, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Sternfrüchte oder auch die Ancient Fruits, das ist eigentlich alles, was wir hier einschleppen, dürften ja eigentlich invasive Spezies sein. So, ich glaube, wir können dann auch anfangen, nicht nur so Sternfruchtwein zu machen, sondern auch Sternfruchtgelee, auch wenn es streng genommen nicht optimal ist.
Moment. Trinken. Kaffeesucht müssen wir auch gleich mal wieder finanzieren. Hoch. Wie können Sie es wagen? Einfach, die ist einfach Unkraut. Das wäre hier nochmal ein Penning-Spot. So, die sind ja jetzt synchron. Die werden auch dieses Jahr nicht mehr fertig. So, Winterstern ist am 25. Evelyn. Okay, sie warte, sie ist im Geschäft. Nee, warte, sie ist oben im Gemeinschaftszentrum. Evelyn? Und sie ist auf den. Hi Nepo, willkommen zum Stream. So, erstmal der Wein.
Aber ich weiß nicht, ob es schon reicht für Gelee, to be honest. Weil Gelee dauert ja auch nur halb so lange. So, 138. Ja, aber doch, es kommt hin. Zumindest eine Fuhre können wir machen. Also was ich gerade mal wieder feststelle, ich habe nämlich gestern noch ein Video gesehen zu einem Spiel, ich habe den Namen vergessen, Sunhaven. Das hat auch definitiv sehr starke Stardew Valley Einflüsse drin. Aber was das Spiel gemacht hat, was ich eigentlich ganz clever finde, ist, dass es halt einfach nur die Pflanzenprodukte verticken. Es ist halt, das bringt halt nicht so viel. Und ist halt eigentlich nicht worth. Es ist viel wichtiger, dass du halt Sachen kochst damit und die dann die gekochten Sachen verkaufst. Und das hätte theoretisch eine Möglichkeit sein können, dass man nicht so sehr auf die Monokulturen geht. Ja, 500.000 ist doch sportlich. Okay, alles klar. Ken schickt uns einfach eine Bombe per Post. Wahrscheinlich die Rache für die ganzen Diamanten, die ich seiner Frau geschenkt habe. Aber Rewe kauft ihr keinen Topf Gemüsesuppe ab, sondern 40 Tonnen Gemüse. Das ist true. So, also das Weizen wird weniger gebraucht für, um Dings zu machen. Man kann Weizen einlegen. What? Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Das auch nicht. Gott verdammt. Soll ich den Tag resetten? Wait. Wir sind noch nicht wirklich drin. So, wir müssen nochmal den Fernseher checken.
Ich habe nicht gesagt, dass er alle 14 reinschmeißen soll. Aber mir wäre klar, dass das irgendwie passieren würde. Jetzt hat er uns diesmal eine Batterie geschickt. Ich lege sie mal zu den anderen 24. Ich muss sagen, ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit, wie wir die Zeit nutzen sollen. Also halt irgendwie außer irgendwie stumpf in die ganze Zeit in der Schädelhöhle zu grinden. Ich glaube, der Vulkan-Dungeon hat uns eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu bieten. So, dann haben wir hier. Elf. So. Wenn ich weiß, wie mit meinen Altbatterien, dann schmeiße ich da auch immer irgendwelche Briefkästen. Das ist ja auch so ein Ding. Batterien sind ja auch einfach nie leer in diesem Spiel. Wo wollte ich hin? Ich wollte zu Clint. Aber der macht erst um 9 auf. Wer wenigstens arbeitet der am Sonntag. So, dann warten wir mal kurz. Es ist ja sehr absolut spannendes Gameplay dann. Danke. Ich wollte eigentlich irgendwie mal einen Bananensamen oder sowas, aber nein. Stimmt, wir haben die Mango nicht gepflückt. Ich weiß gerade nicht, was wir mit der machen können. Warte, wir können das mit den Eiern regeln, ne? Der Saloon macht zuerst um 12 auf, aber dann können wir das schon mal erledigen. Falls jetzt, wobei nach einer Woche, also mit der Menge an Hühnern, die wir haben, würde ich hoffen, dass da noch 24 Eier drin sind. Meine Void-Eier zählen ja auch. Thank you.
schon mach auf. Ich habe eine Lieferung für dich. Ja, komm schon, Gas. So, einfach mal eben gerade ein Vermögen für Kaffee ausgegeben. So, Kaffeesucht ist bis auf weiteres mal geregelt. Steinerte Rippen. Haben wir aber, glaube ich, schon gehabt. Was sagt denn der Papagei in Leos Hütte? Hilft dem Mann im Zelt. Ja, danke. Ich kann ihm ja nicht helfen, weil ich ja nur dann Versuche kriege, wenn das Spiel es will. Und es komplett random ist, ob ich weiterkomme. Kurz ein bisschen auf. What? Warte, werden Bäume mit der Zeit besser in der Qualität? Leo liebt Mangos. Das ist gut. Also eine Alternative, wenn die Entenfedern leer sind. Einfach keine goldenen Walnüsse raus.
Das nervt halt, wenn man nicht weitermachen kann, weil man die ganze Zeit darauf wartet, dass irgendwelche Random Chances mal irgendwie funktionieren. So, pass auf. Ausgrabungsstätte. Ein versteinertes Bein, was aber wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht fehlt. Moment, ist hier gerade. Da ist ein Spot erschienen. Ha! So, bitte. Ich meine, die Kohle sage ich nicht nein zu, aber. Das ist natürlich jetzt extrem lame. Aber da ja. Hallo. Hi, was habe ich verpasst? Alles. Nein, eigentlich nichts. Also, to be honest, ich weiß nicht so richtig, womit ich die Zeit füllen soll. Weil wir echt nur auf Sachen warten. Hallo? Natürlich. Natürlich spawnt der jetzt da, wo ich nicht rankomme, ne? Kann Concerned Ape das bitte mal, bitte in 1.6 bitte fixen, dass das nicht passiert? Irgendwie fehlt mir die Schlange auch noch komplett. Wie kann das sein? In der westlichen Region der Insel. So, sind noch ein paar Artefakt-Spots. Hast du schon klassische spaßige Aktivitäten gemacht, zum Beispiel Gras beim Wachsen zuschauen oder Farbe beim Trocknen beobachten? Ja, stimmt. Warum habe ich daran nicht gedacht? Natürlich sind hier jetzt auch einfach keine Würmer. Wäre ja auch zu einfach, wenn hier mal Artefakt-Spots wären, wo man auch mal Artefakte rausbekäme. Sei der Abspringen wieder Donnerstag, ja oder nein? Wahrscheinlich ja. War das gerade ein Bild von Leo? Da stand, Willy hat mir beim Schreiben geholfen. So wird das mein Brief, finde ich. Oder? Ne, das sind nur die auch Quests gegeben haben. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die nicht ernten.
So. Einmal zum Dings. Weil Lehm kriege ich jetzt ja auch hinterher geschmissen. Komm, Spiel. Gib mir mal ein paar Penning Spots. Sollen wir versuchen, das Spiel zu zwingen, wenn wir einfach hier warten? Natürlich! Was soll die Scheiße? Okay, das ist aber direkt. Ist aber auch direkt wieder gespawnt. Also wieder verschwunden. Das Spiel! Also, das Ding war doch jetzt weniger als 10 Ingame-Minuten präsent. Versteiner Schaffschwanz. Ja. Ja, das ist das, was ich gesucht habe. Jetzt kriege ich auf einmal 3 Drops auf einmal. So. Genau, wir müssen irgendwie mal die Kokosnussbäume müssen wir mal regelmäßig schütteln. Oder mit anderen Worten, wir müssen mal regelmäßig hier die Palmen wedeln. Klappenhelm. 2 Stück. So für den Fall, dass einer nicht genügt. Drachenzahn habe ich auf jeden Fall nichts gegen. Alter, der sieht und schießt auf mich durch Wände. Was soll das denn? Also Concerned Ape hat's ja echt so ein bisschen mit den Blickwinkeln.
Dass man hier keine Knochen findet, finde ich auch gerade sehr seltsam. Wow, 5 Ananassamen und einfach in so einer opulenten Kiste. Einmal den Käse. Das bringt echt Schlackenscherben an Geld ein. Stimmt, den Straußenbrotkasten müssen wir auch noch herstellen. Aber haben wir dafür schon ein Ei? Ich glaube nicht, oder? Komm hier! Wie man True craftet mit Stoff und Schlackenscherbe. 50 pro Stück. Das ist echt nicht viel dafür, dass das ein Endgame-Material ist. Das ist halt eigentlich nichts. Also die Dinger verticken lohnt sich eigentlich auch nicht. Thank you.
Er hat 3 goldene Kugeln. Okay, wow. Also das war mal eine gute Chest. So, Iridium-Gießkanne. Wir gucken jetzt einfach mal, was bei rumkommt. Effizient ist jetzt nicht so geil, oder? Oder... Ist es dadurch jetzt schneller? Nee, oder? Also es ist eigentlich nur... Ah nee, warte, es verbraucht keine Energie mehr. Ja gut, das ist auch lame. Weil Energie ist kein Mangel. Okay, ich glaube, das ist jetzt, dass sie unbegrenzt... Ja, bodenlos. Absolut bodenlos. Wir müssen sie nie wieder auffüllen. Ich meine, sie geht zwar sowieso nie leer, aber... Okay. Das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Ich würde behaupten, das schaffen wir heute nicht mehr mit dem letzten Fisch. Wie viele Dioden haben wir? 17. Das reicht halt auch nicht wirklich zum Traden für die Artefaktruhen. Wow. Ganz ehrlich, der einzige Weg, finde ich, wie, also wenn man nicht die Belohnung erhöhen will für diese Panning Spots, dass das halt nicht irgendwie total wasted Content ist, es wäre für mich, dass halt man nicht diese Pfanne braucht, sondern dass die halt, also dass die nicht im Inventar sein muss, sondern dass sie halt fest zum Charakter gehört, nachdem er sie bekommen hat. Oder dass man zumindest später noch irgendwie eine Iridium-Pfanne oder sowas bekommt, die einfach dann vielleicht Barren statt Erz oder so dann rauskriegt. Aber irgendwas, wo man sich denkt, ja, das, dafür ist es worth, dass ich einfach einen Inventarslot belege. Ich meine, wir haben hier den Luxus, dass wir 5 Reihen haben und noch eine 6. kaufen könnten. Aber den haben wir auch nur dank Mods. So, jetzt dürfen uns ja eigentlich die Dinger egal sein. Wollen wir mal einen Abstecher zu Clint machen mit den 3 Dingern? Mit den goldenen Skeletthand. Jetzt kriegen wir hier auf einmal... Was ist denn hier los? Wahrscheinlich ist nichts davon nützlich für uns. Es ist nichts davon nützlich für uns.
Am Westen der Insel heißt es. Ich finde gerade im Moment nirgendwo Artefakt-Spots. So, wir porten uns, glaube ich, einfach einmal kurz zurück gleich. Dann gehen wir wieder hier hin. Hey, noch eine goldene Kokosnuss. Ja, das ist appreciated. Aber es ist nicht so, dass irgendwie nur eine begrenzte Anzahl an Spots gleichzeitig existieren kann und die zuerst irgendwie im Tal generiert werden, oder? Sehr dezent uncool. So, Sternfruchtgelee. Huch, da sind ein paar nicht bestückt worden. So. Warum hier haben wir jetzt einfach mal drei Artefakt-Spots hier nur in diesem kleinen Stück? So. Vier goldene Walnüsse. Die wird doch. Bananen. Jawohl. Ja. Das ist der Schädel von dem einen Tier, was uns fehlt. Ich glaube, damit haben wir auch eigentlich alles, was wir aus den goldenen Dingern haben wollen. Das heißt, die Bananen pflanzen wir direkt ein. Die geben uns dann in zwei Streams das, was wir benötigen noch für goldene Walnüsse. Ja, 1000 Stein. Wird nicht passieren, aber okay. Wir haben einfach 7. Also das hört gerade nirgendwo hin, was wir hier tun. Aber wir hätten es gar nicht hier drauf platzieren müssen. Zu nah am anderen Baum. Kann nicht gepflanzt werden. Okay, dann machen wir es doch hier. So, 23. Frühling sollte dann eigentlich oder 24. sollte dann die erste Banane kommen.
Und jetzt kriegen wir... Super, jetzt kriegen wir nochmal einen Bananensamen. Wie nett. In der westlichen Region, der Elsitama, sind keine Würmer. Zu nah am anderen Baum, kann ich nicht, wird hier nicht wachsen können. Warte, ist ihm das hier gerade zu. Ah. Dass ihm die Gießkanne keinen Schaden zufügt, finde ich erstaunlich. Also meinst du, ein Feuermonster, was in der Lava schwimmt, würde Schaden nehmen, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Wie viele Schlackenscherben tropft ihr? Einfach 3 pro Nase. Seit wann das denn? Ah, das sind. Das, die sind nicht sass? Sollten wir ein paar von den Magma-Dingern einlagern für den Island Trader, sobald wir ihn freigeschaltet haben.
sich in Sachen Iridium ist die Schädelhöhle aber immer noch um Welten besser. Das Vulkan-Dungeon ist ja vorbei, wenn es gerade anfängt, in Fahrt zu kommen. Pass auf, die packen wir mal gerade hier hin. Die anderen Samen auch. Morgen ist das Fest des Wintersterns. So, pass auf, ich muss mal kurz schauen. Stardew Valley Snake Set. Ja, da steht auch nur Artifact Spots West Side of Ginger Island. Und der Kopf. Artifact Spots oder Angeln auf der Westseite. Okay, die Locations sind alle untereinander. So, die Ancient Fruits nehme ich mal mit. Ebenso wie die Mangos. War das Leo, mag die, ne? Ja. Gib mir goldene Walnüsse. Spiel. Einfach gar nichts. Das ist einfach maximal katastrophal mit den Dingern. Wenn ich nicht auf der Insel bin, kann ich ja auch sie nicht finden. Auf der Insel ist ansonsten eigentlich nichts zu tun für mich.
will eigentlich auch nicht anfangen, hier Tage zu skippen. Ich meine, zum Ende hin habe ich vielleicht keine andere Wahl. Pass auf, einmal Ausgrabungsstätte. Auf jeden Fall. Prähistorischer Schädel. So, wir suchen einmal das Gebiet ab, dann gehen wir in den Vulkan. Ich frage jetzt halt, wie verbringen wir die letzten Tage des Jahres? Was sagt der Papagei bei Leo? Wahrscheinlich wieder, dass wir Professor Snail helfen sollen. Die auf Höhe 11 die Hass waren. Ja. True. Hilft dem Mann. Er hat einfach auch nichts anderes zu sagen. Wir können ja auch das Wachstum vom Baum, von den Bäumen leider nicht beschleunigen. Der Baumdünger funktioniert nicht mit Fruchtbäumen. Ja, wir können nochmal gerade gucken, wie es mit dem. Ich glaube, wir machen den Rest. Das Ding ist, wenn wir Teleport-Totems hätten. Wir haben nicht so viele. Würde ich ja sagen, wir checken einfach jeden Tag die Artefakt-Spots hier und gehen dann in die Schädelhöhle. Ich möchte mal kurz wissen, wie viele goldene Walnüsse haben wir schon insgesamt gefunden? Weil wir brauchen ja insgesamt 100, damit wir den geheimen Raum freischalten. Mit dem Perfection Tracker und vor allem auch mit den Mr. Key Quests. Wir kriegen noch einen Dokumenter abbauen. Das hilft, glaube ich, nicht, wenn 93 von 100. Wir sind ziemlich nah dran. Okay. Krass. Also dann haben wir ja das eigentlich schon fast sicher. Ja, ich glaube, im Nether gab es keine Schlangen. Challenge. Also, es gibt 130 von den goldenen Walnüssen. Und 100 brauchst du halt, musst du halt insgesamt gesammelt haben, damit du diesen geheimen Raum freischaltest. Wo halt dann auch das Scoreboard für Perfektion drin ist. Und eben noch so ein Questboard mit besonders schweren Quests. Zum Beispiel, dass man die Minen nochmal neu machen muss, aber halt in einem Hard Mode. Und dabei noch ein paar Sachen finden kann. Bist du kurz davor, die Perfektion zu schaffen? Nein. Ich weiß aber auch nicht, wie weit ich bin, ehrlich gesagt. Ich meine, vieles kommt auch einfach auf Geld hinaus, weil wir allein für die goldene Uhr 10 Millionen Gold brauchen. Ich meine, wenn das mit dem Angriff der Ancient Fruits wird das eh alles in Ordnung kommen. Aber das dauert noch ein bisschen, bis der erfolgt. Aber zum Show, dass ich schon eine goldene Rolex. Nix Rolex.
Das ist eine von diesen großen, großen stehenden Uhren aus purem Gold. Und sie ist nicht nur Flex, ja. Sie verhindert tatsächlich, dass der Zahn der Zeit, Zahn der Zeit an meiner Farm nagt und da Sachen kaputt gehen. Nach dem Zahn, ja, sehr schön. Also eine Anomalie, die wie eine Uhr aussieht, das weiß ich nicht. Wenn diese Uhr irgendwelche Schäden an einem Feld verändert, würde ich mir einige Fragen stellen. Zum Beispiel. Zur Hölle kann das sein. Ja gut, die Uhr ist eins der magischen Gebäude vom Zauberer, also genauso wie die Warp-Obelisken. Es ist nicht das Abwegigste in dieser Welt. Ist das eine Uhr mit der Fähigkeit, ein Feld zu schützen, oder ist es ein Feldschützer mit eingebauter Uhr? Naja, da ist die Zeit manipuliert, würde ich schon irgendwie auch Uhr... Also ich glaube, das mit der Uhr ist nicht nur ein Nebeneffekt. Ich würde es eher als selektive Manipulation des Zeitvorlaufs beschreiben wahrscheinlich. Thank you.
Drachenzahnmachete. Okay, also die ist zumindest selten. Da will ich es als Zeitmaschine bezeichnen. Da wäre es natürlich praktisch eine Uhr einzubauen. Kannst doch nicht sagen, dass eine verdammte Zeitmaschine nur eine Uhr ist, weil diese noch 20 Zeit anzeigt. Aber es ist dann eher eine passive Form der Zeitreise, würde ich behaupten. Jetzt, wenn ich dir jetzt zu dir komme mit einem Flugskompensator, das Zeitverhalten muss ich auch beeinflussen. Ich baue noch eine Anzeige für die Uhr, dann ist das für dich einfach eine Uhr. Nein! War das? Letzte Folge vom Leben im Land. Was ist dann? Dann ist es ein Teil einer Zeitmaschine. Aber wie gesagt, ich würde die goldene Uhr nicht als Zeitmaschine bezeichnen, weil sie dich nicht durch die Zeit schickt. Sie beeinflusst höchstens passiv die Art und Weise, wie das Umfeld sich durch die Zeit bewegt. Aber halt auch nicht in einer Weise, die ich halt als reguläre Zeitreise betrachten würde. Also das hindert ja zum Beispiel keine Pflanzen am Wachsen. Verhindert aber Unkraut, obwohl, doch, Unkraut wächst nicht. Und Geröll spawnt nicht. Und Zäune nutzen sich nicht ab. Also es bleibt praktisch alles, es strebt praktisch alles zu seinem Idealzustand. Und wenn es den erreicht hat, dann wird es da praktisch eingefroren. Und es beeinflusst ja auch nicht die Personen, die über die Farm laufen. Also ich würde sagen, es hat Elemente einer Zeitmaschine, aber es ist, finde ich, nicht an und für sich eine. Einfach auch wieder kein einziger Artefakt-Spot. Und die Artefakt-Spots hier sind einfach gänzlich uninteressant geworden für uns. Nur mal so zur Info. So, 9 Drachenzähne. 10 brauchen wir für den Inselobelisk mit 10 Bananen und 10 Iridiumbarren. Aber wir haben auch fast genug Geld dafür, also das ist eigentlich ganz nice. Oh, noch mehr, noch mehr. So, tschüss, Kaffeebohnen. Und wenn du einfach Ancient Fruit hier reinpackst, und dann kriegst du halt hier wirklich nur diese gemischte Saat raus.
Ich meine, es geht zwar auch umgekehrt, aber trotzdem ist das halt extrem lame. Fest des Wintersterns hat begonnen. Wenn ich ein Gerät erfinde, was passiv die Zeit um dich herum manipuliert mit sehr vielen Sonderregeln und ich dann noch schnell eine Uhr dran bastle und dein Gehäuse einbaue, dass wir eine Uhr aussieht, könnte ich dann ins Uhr durchgehen lassen? Ja, natürlich. Multifunktionsuhr. So, Pierre sein Geschenk geben. So, und wer ist unser Wichtel? Linus! Ein Leuchtring. Danke, Linus. Habe ich zwar schon, aber der Gedanke, nichts Besonderes. Ja, wenigstens ist es Linus, aber der Gedanke zählt. Wenn ich dir einen Eisenbahn schenke, wo eine dünne Goldschicht drum ist, ist das einfach nicht ein Goldbahn. Nein. Warte. Hat er in seinem Shop? Ich glaube, du kriegst dein eigenes Geschenk hier bei dem Fest nicht, wenn du nicht deinem eigenen Wichtel irgendwas schenkst. Baum des Wintersterns. Warum da jetzt nicht? Weil ich es sage. So, ich weiß gerade nicht, ob es sich lohnt. Das sind 40 Samen, die wir potenziell sehr früh einpflanzen wollen. So, wir nehmen mal gerade kurz ein paar Knochen. Mal gucken, ob irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Kann ich einfach eine Uhr an mein PC-Gehäuse kleben? Der ist dann für dich kein PC mehr, sondern eine Uhr mit kleinen Zusatzfunktionen. Ich meine, PC ist nichts anderes als ein glorifizierter Taschenrechner vom Grundprinzip her. Buch.
Als ob die schon wieder durch sind. Ich höre gerade folgende Annahme mit dem Taschenrechner gleich Uhr. Was für philosophische Fragen haben wir hier eigentlich gerade? Weißt du, Scheiß auf das Schiff des Theseus? Wir haben einfach sowas hier. Wobei das vielleicht aufschlussreich wäre, zu wissen, was deine Meinung zum Schiff des Theseus ist. Von dem Schiff, wovon du redest, weiß ich nichts. Das ist eine ganz philosophische Frage. Wenn du ein Schiff hast und du tauschst über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte halt immer mehr Teile davon aus, hört es irgendwann dann auf, das ursprüngliche Schiff zu sein? Beziehungsweise ist es noch das gleiche Schiff wie am Anfang? Und wann erreichst du diesen Punkt? So, auf die Gefahren, dass wir ein paar Sachen zerstören müssen dafür. Ganz ehrlich, scheiß auf die Drachenzahnrakete. So, wir pflanzen die Sachen ein mit Dünger. Nein, nicht zurück ins Sternentautal. Ich bin doch gerade erst angekommen. So, warte. Hat Leo schon zwei Geschenke von uns bekommen diese Woche? Ja. So, eigentlich sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo wir hingehen müssen und Sternfrüchte zerstören müssen. Huch. Es tut mir in der Seele weh, dies zu tun, aber es ist halt so. Was es mit dem Schiff angeht, würde ich sagen, das gelöst zu haben. What?
Wird jetzt erwartet, dass ich das erkläre. Ja, dezent. So, schauen wir mal kurz nach Artefakt-Spots, aber ich rechne nicht mit viel. Und vor allem, wir bräuchten mal mindestens 2 Erfolge. Außer wir haben Glück und kriegen so einen Doppeltrigger raus mit unserer Verzauberung. Das ist aber anstrengend. Ja, jetzt hast du uns hier aber was erzählt. Jetzt musst du auch liefern. Du kannst auch nicht sagen, du hast Krebs geheilt, aber es ist mir zu anstrengend, das jetzt zu erklären. Wäre das so zu sagen? Ja, ich weiß. Okay, ich merke gerade, die Knochenmühle ist super OP. Warum benutze ich die nicht schon viel länger? Haben sich wahrscheinlich die 2 Leute gedacht, die den Bot regelmäßig gucken und das Spiel tatsächlich kennen, denken sich so, du benutzt die ganzen Knochen nicht, die du gesammelt hast. Du benutzt dadurch Dünger nachgeschmissen, Kremi, die du jetzt immer mühsam gecraftet hast. Ich habe gerade 25 Baumdünger daraus gekriegt. So, fahren wir jetzt nochmal zur Ingwerinsel. Oder lässt uns Willy jetzt hängen? Willi denkt sich jetzt auch so, willst du mich eigentlich verarschen? Ich weiß nicht mal, wie du nach Hause gekommen bist und jetzt bist du schon wieder hier. Ich meine, ich bezahle ihn ja, aber trotzdem. All die Sternfrüchte.
Wir kommen langsam auf eine beachtliche Menge an Ancient Fruit. Aber es muss noch mehr werden. So, wir haben noch Warp-Totems. Oh, was haben wir hier? Ein Gemüse. Warte. Gemüseeintopf. Jemand mochte das. Jody, Lea und Louis. Alles klar, behalten wir. Sternfruchtwein ist fertig. So, pass auf. Louis? Komm, im Idealfall würde ich ihn jetzt schon besuchen. Hier wählen wir nach den Baumaterialien, was ein bestimmtes Objekt ist. Dann wird es sehr schnell auf, dieses Objekt zu sein, zwar bei der ersten Veränderung. Also auch nach Informationen beurteilen. Das ja, aber dann denke ich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen. Ein Bauteil austauscht gegen ein exakt baugleiches, dann hat sich ja die Natur des Gesamtkonstrukts nicht verändert. So, 9. Eigentlich lohnt sich ein Geburtstagsgeschenk, wenn es eine universelle Geschichte ist, bei ihm gar nicht mehr. Thank you.
Goldenes Relikt. Sind halt also auch Menschenmacht-Konzepte, die irgendwie bedeutungslos sind. True. Pass auf, wie sieht's aus? 181. Lebenselixier, okay. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Aber es sagt nur plus 90 Gesundheit. Man würde meinen, das Lebenselixier wäre beliebt irgendwie. Also dieses Gebiet ist verseucht. Das ist hoffnungslos, wirklich. Wo ist die Treppe? Ich hätte ja nicht nochmal gegen so einen Autostreichler. Das wäre auch so eine Alternative zum Autostreicher, wenn man Leuten, die nicht die Joja-Route nehmen, was ja die meisten sind, was Ähnliches anbieten könnte. Es wäre irgendwie lustig, wenn man es irgendwie so machen könnte, dass die Junimos in die Tiergehege einziehen. Oder zumindest da in der Nähe wohnen und dann halt sich auch um die Tiere kümmern und die dann streicheln und so. Okay, jetzt haben wir aber gerade ziemlich viele Treasure-Floors hier. Source Code vom Bewusstsein haben. Ich glaube, den würden so manche Leute gerne haben.
irgendwo habe ich heute noch was, so einen passenden Spruch gelesen. So von wegen, du hast keine Seele, sondern du bist eine Seele. Weil, ne? Und so. Ich denke so, ja, ist, eigentlich ist das treffender. Not gonna lie. Gerade wieder, wieder gut von den Dingern. Eigentlich wäre Monster-Moschus eine gute Idee, jetzt wo ich so drauf komme. Du hast kein Gehirn, du bist ein Gehirn. So ein Seelen gibt es nicht. Aber wie soll ich denn sonst zum Gott des Hypertodes werden? Iridiumbarren. Ach, ich wusste nicht, dass hier auch Löcher erscheinen können. So, warte, du bist nicht echt. Du sitzt versetzt. Hoch einmal
essen. Einfach ein Käse, man ist wieder voll geheilt. Das ist schon sehr okay. So, kein normales Iridiumerz würde auf den Schienen liegen. So, die Torte. Ich meine, es wird von niemandem geliebt, der die wirklich noch braucht, aber okay. So, mehr Iridium. Wie nennst du eine Uhr, an die ich eine zweite Uhr benutzt habe? Urception.
akzeptierst du Windows als Betriebssystem eigentlich, oder? Ist das für dich nur eine digitale Uhr mit ein paar kleinen Bonusfunktionen? Ja, natürlich ist das eine Uhr für mich. Hallo, wenn man rund um die Uhr im PC ist, muss man ja auch irgendwie wissen, was man, wie spät es ist. Du spielst also Stardew Valley gerade auf einer Uhr. Ja. Komm her. Komm her, Geist. Und da bin ich im Schwung eingenickt. So, das war die letzte Folge von der Königin der Soßen. Ich habe zu viel Dünger bestellt. Oh nein. Warte, Bergarbeiter Leckerbissen. Wer mag den? Maru, okay. Immerhin sind wir jetzt wieder bei 7 und... Okay, wir müssen nochmal in die Wüste. Wir müssen die Dinger eintauschen. Wie spät ist es gerade? Das weißt du sehr genau. Jeder deiner Nachrichten hat einen Zeitstempel. So, was wollte ich machen? Ich wollte gucken, dass wir... noch Fragmente nehmen. Danach können wir kurz ins Gewächshaus schauen. Sag mir, wie spät es ist. Ich bin keine Uhr.
So, vielleicht sollte ich kochen, damit wir schon mal die Sachen alle aus dem Spiel haben. Oder so die Zeit anzeigst, dann fragen, ob du auch eine Uhr bist. Du hast bereits eins davon hergestellt, ja, dann brauchen wir es doch nicht. So, fürs volle Frühstück. Aber ich meine, ich hätte die zur Seite gelegt, das Spiegelei. Aber ich nicht. Gott, wie viel Aal wir brauchen werden. Essig, Lauch, Löwenzahn. Bruh. Also mit dem Kochen, das wird richtig scheiße. Ein Rezept fehlt uns. Tropisches Curry. Ist das einzige Rezept, was uns komplett fehlt? So, Tomka-Suppe können wir schon mal nehmen. Habe ich zweimal hergestellt. Fischeintopf. Weil dann sind die Sachen einfach schon mal wenigstens alle raus aus der Nummer. Leo liebt das. Das ist schon mal interessant. So, volles Frühstück. Hier. Kartoffelpuffer, Milch, Pfannkuchen und Spiegelei. Tortilla, hab ich die schon mal gemacht? Spiel. Besitzt null davon? Du hast null davon hergestellt. Aubergine-Parmesan habe ich bereits einmal hergestellt. Herbstfülle. Das ist ziemlich mau. Muss man die Uhrzeit auf einer Uhr sehen können, damit man es als Uhr bezeichnen kann? Ja gut, alles andere erfüllt nicht so wirklich seinen Zweck, oder? Plus drei Fischen? Das Ding ist, ich habe nicht das Gefühl, dass wir das benötigen werden, oder? Louis liebt die Herbstfülle. Das können wir uns schon mal merken. Poi mag Leo.
Wenn ich mal halt meine Uhr mit der Hand oder so verdecke, ist das dann keine Uhr, wenn sich die Abdeckung wieder annähert. Das ist natürlich so, als würde man sagen, ein Auto ist kein Auto, solange man den Schlüssel nicht im Schloss hat. Noch keine klare Antwort. Was erwartest du jetzt? Hey, immerhin 419 Erdbeersamen. So viele sie auch bringen werden. So, jetzt brauchen wir aber unbedingt den Wüstentrader. Es wäre natürlich jetzt nice, wenn wir es hinbekämen, dass wir zumindest die Artefaktsammlung hinbekämen. Wenn schon nicht das mit den Fischen. Ist ein Objekt eine Uhr, wenn die aktuelle Zeit gespeichert ist oder nur, wenn sie auch ausgelesen wird? Ich würde behaupten, wenn sie zumindest ausgelesen werden kann. Das heißt ja nicht, dass das durch einen Menschen passieren muss. Also eine interne Uhr von einem anderen Gerät wird ja auch von etwas ausgelesen. Auch ohne, dass eine Ausgabe an den menschlichen Benutzer erfolgt. Also, solange du die Uhrzeit weißt, bist du auch selber eine Uhr. Ich meine, es gibt biologische Uhren. Wow, danke, Spiel. Spiel, gib mir doch mal die Sachen, die mir noch fehlen, verdammt. Können die Items, die mir fehlen, überhaupt noch da drin sein? Warte. Das will ich jetzt wissen. Gibt zwei von den Strange Dolls und was war das andere, was mir fehlte? Die zwei? Warte, besitzt null davon. Aber ich habe sie gefunden. Aber es steht nicht da, dass... Hä? Gehören... Ich verstehe es nicht. Gehören die zum... Also, hätte ich die spenden müssen oder nicht? Es geht darum, dass man das Museum voll hat. Aber normalerweise stehen die ja bei Sachen, die man dem Museum spenden kann,
dass Günther sie haben will. Boah, bruh. Ich möchte doch einfach nur wissen, wie viele Sachen hier fehlen. Es gibt 69. Und irgendwie 7 Slots bleiben dann übrig. Oder 6. Gibt es Sachen, die nicht markiert sind? Also heißt das, dass ich Sachen gefunden habe, offiziell, die ich nicht gespendet habe? Weil, wie gesagt, das hier, prähistorische Schulterplatte, dürfte nicht hier sein. Ich meine, das hätten wir vorhin gefunden. Und dann ist nicht im Besitz, ist, habe ich es vertickt? Hier, Trilobit, auch schon 5-mal gefunden. Wobei, ich glaube, das haben wir sogar hier. Weil, aber es stand nicht dabei. Das ist auch kein Ginger Island Drop gewesen. Ich bin so verwirrt. Hofrechner haben wir schon. Also ich fühle mich ein bisschen betrogen, wenn jetzt irgendwie ich das eine Ding vertickt habe, wo nirgendwo stand, dass es für das Ding noch gebraucht wird. Weil wie gesagt, eigentlich sind alle Sachen, die man noch nicht gespendet hat, markiert mit Günther kann ja was dazu sagen. Und ich habe ja auch noch extra diese F1-Mod, die auch nichts gesagt hat. So, was ist jetzt mit diesen beiden? Secret Note 17 und Secret Note 18. Können wir das machen? Zählen nur um die echte Uhrzeiten anzeigen. Ich würde mal behaupten, ja. Excuse me. Calico Desert. North of Jojamart. Also wir müssen in die Wüste. Wahrscheinlich macht das Museum gleich eh zu. So. Hier wird nämlich mal gesagt, die kannst du spenden.
So, spätestens jetzt hat das Museum zu. Stimmt, wir waren noch gar nicht hier. Also dann haben wir zumindest offiziell alles gefunden, ne? Ja. Was halt nur für sich betrachtet wertlos ist. Das muss halt auch im Museum liegen. Nee, bis 18 Uhr. So, jetzt will ich es wissen. Komm her. Boom. Aber es fehlen noch Sachen. Aber was? Ich bin verwirrt. Sieht nicht aus, als ob es spät. Aber was fehlt denn jetzt noch dem Museum? Ich verstehe es nicht. Besitze 0 davon, ja. Finde ich gerade nicht lustig. Ich fühle mich betrogen. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie bei der Trivia, bei hier Prehistoric Scapula, wenn ich jetzt auf der im Wiki gucke. Nö, ich sehe nicht, dass das. Ist auch ein ganz normaler Monster Drop, also. Soll ich jetzt raten, was noch fehlt? Oder gibt es irgendwas, was noch rein kann, was nicht? Also was kein Mineral und kein Artefakt ist. 42 Artefakte. 53 Min 95 Items insgesamt. Aber was fehlt? Ich bin verwirrt. Ich weiß beim besten Willen nicht, was fehlt und. Die Sachen, die fehlen, werde ich auch nur erkennen, wenn das Spiel mir sagt, dass Günther mir mehr dazu sagen kann. Das hat es bis jetzt aber irgendwie seit Ewigkeit nicht gemacht. Schickt ihr dir den Startup im Briefkasten? Ja, aber ich müsste schon das Achievement bekommen haben, meine ich. Ich bin mir ziemlich sicher, das Achievement müsste man dann sofort kriegen, wenn es voll ist. Und vor allem, wie gesagt, das eine Ding habe ich auch nur einmal gefunden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich es gespendet hätte. Ich bin maximal verwirrt. Ich meine, wenn wir Glück haben, passiert es jetzt. Aber ich glaube ehrlich gesagt gerade nicht dran. Pass auf, nur für den Fall, dass wir nochmal irgendwie einen zweiten Farmcomputer craften müssen, packen wir das Zwergengerät hier rein.
So, jetzt haben wir noch die, ja, jetzt tut sich hier aber nichts mehr. Jo, perfekt. Okay, aber das reicht auch für heute. Ich habe keine Ahnung, was da Sache ist. Also, warum wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwas vertickt hätte, wo was von Günther drauf stand. Anyway, ich danke fürs dabei sein. Ich lasse mir das alles nochmal irgendwie durch den Kopf gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.